warum mal diese Falle ausgelöst wird. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, schon wieder eine Falle. Tür wird verriegelt. Dauger stehen auf. Lass dir mal was Neues einfallen, Spiel. Damit schockst du mich schon lange nicht mehr. Mete, geh mal aus der Schusslinie. Okay. Ein Balsamierungswerkzeug, ja. Das brauche ich echt nicht. Ui, sieht das cool aus hier. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Rätsel. Okay. Hier müssen wir wieder Figuren drehen. Und zwar müssen wir, schalten wir erstmal den Typen aus, der den ganzen Bude hier bewacht. Das, denke ich, macht am meisten Sinn. Klack. Leg dich schlafen, mein Bester. Und zwar sind hier 1, 2, 3, 4 Türen, die gleichzusetzen sind mit 1, 2, 3, 4 Statuen. Und hinter jeder Tür sehen wir so ein Symbol von einer Figur. In diesem Fall ist es hier zum Beispiel der Adler. Und die entsprechenden Symbole müssen wir da drüben einfach auf der anderen Seite einstellen. Und dann geht die Tür auf. Also, hier war es der Adler. Hier sehen wir nur noch die Markierung. Dieses Ding, worauf das zeigt, das ist sozusagen aktiv. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wahl, okay. Schlange. Was brauchen wir da drüben? Nochmal ein Wal. Okay. Hier also einmal ein Wal. Save the Whales. Hier eine Schlange. Und hier nochmal ein Wal. Und jetzt müsste eigentlich... Sesam, öffne dich. Hervorragend. Kuckuck. Alles voller Fallen hier, ey. Wenn unsere Begleiterin die Fallen auslöst und abkriegt, ist mir das relativ egal. Hauptsache, wir kriegen ihn nicht ab. Ein Goldbarren und schnell weg. Ihr seht schon, wie es ist hell geworden. Da war eine Feuerfalle an diesen Goldbarren geknüpft, die wir so geschickt überlistet haben, dass unsere Begleiterin die abgekriegt hat, aber nicht wir. Stell dich nicht so an, das waren nur ein paar Felsen. Mädel, stell dich nicht so an, das waren nur ein paar Steinchen. Da tut nicht weh. Feuerschleiertiefen. Klingt ja schon irgendwie ganz geil. Ui. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das riecht nach Ärger. Ich habe kein gutes Gefühl bei dir. Ich auch nicht. So gar nicht, Mädel. Oh, Skelette knallen, umknallen. Find ich ja schon wieder ganz cool. Pix! Ey, stehen bleiben, Kollege! Wie gut, dass die Knochen können wir nichts aushalten. So, die nächsten bitte. Oh shit, das war eigentlich nur so dahingesagt. Später können wir, wenn wir so zoomen, die Zeit noch verlangsamen. Dann wird es richtig lustig. Das ist sowas, das fehlt mir hier echt noch. Bam. Das war ein stylischer Kill. Der war auch nicht zu verachten. Ich liebe es einfach, Bogenschütze in Skyrim zu spielen, weil sie einfach immer nur so durch die Höhlen schießt. Irgendwann erlebt noch. Ah, der da hinten. Hallo. Immer schön kritische Treffer und Schleichangriffe, das gilt. So, jetzt brauchen wir noch den Oberscheffi hier. Das ist Kollege da oben.
Höherer Daugerfürst. Wo ist denn eigentlich Lydia? Mädel, warum hast du nicht gekämpft? Okay, ich dachte kurz, der wäre noch am Leben. Sah etwas merkwürdig aus, wie der da aus dem Leben geschieden ist. Gib mir die ganzen Leichen zu plündern und zu suchen, mache ich mir jetzt mal nicht. Ich denke, da ist mir niemand böse. Doch, ich muss jetzt umdrehen. Nein. So, Dietrich, Gold, Granatstein, Zwergenschwert, das ist cool. Also wirklich, ich finde hier die Beutekisten werden auch noch beschossen dafür. Ein Wörtchen der Macht. Na, das ist doch mal was. Was lernen wir Schönes? Kühnes Frieden, ne, das braucht keiner. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Tieren zu tun. Auraflüstern wäre geil, da kann man in so einer Höhle durch die Wände durch so ein bisschen scannen, wo noch Monster sind. Man sieht ja so die Silhouetten so grob rot flackern. Das ist nützlich. Allerdings sind die Worte der Macht sind nicht zufallsgeneriert, also es ist vorgeschrieben, welches Wort man wo findet. Von daher, ich weiß aber nicht, welches man wo findet. Ich habe keine Ahnung. Ach guck mal, jetzt landen wir hier wieder im Kapuff von dem Hamsel hier. Müssen wir hier einen hoch und dann müssen wir rechts und dann links und dann kommen wir hier auch heil raus. So, draußen sind wir. Jo. Dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel ja, nachdem wir jetzt hier in dem Hügelgrab fertig sind, ist unser nächstes Ziel ja. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber wo wir schon mal hier sind. Ich kann noch nicht sehen. Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle hatten gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Navi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Die Gute suchen wir mal. Wenn ihr Reiter seht, könnt ihr ihr sagen, dass Navi sie vermisst und dass sie geschwind heimkommen soll? Geschwind. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, was wir für diese Quest machen müssen. Lasst mich das einmal prüfen. Ich meine, hier lag irgendwie auf dem Grund so ein Beutel. Kann mich aber auch irren. Ich sehe aber auch gerade irgendwie nichts. Da. Reiters Beutel, da war es doch irgendwo da. Das ist, glaube ich, die Frau, die der etwas heruntergekommene junge Mann da eben gesucht hat. Ich fürchte, wir haben keine allzu guten Neuigkeiten für den. Ich weiß nicht, ob die Quest so schon funktioniert oder ob wir erst zu dem Wilhelm müssen. Ich probiere es einfach gerade mal so. Navi, wo bist du? Scheint irgendwie so ein Bettler zu sein oder sowas, wenn ich das richtig sehe. Navi? War doch eben noch. Navi. Kuckuck. Oh, Reiter. Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Navi kann sich nicht verabschieden. Das macht Navi sehr, sehr traurig. Navi muss sich von Reiter verabschieden können. Okay, scheinbar, Wenn ihr Reiter sieht, könnt ihr ihr sagen, dass Navi müssen wir mit Wilhelm reden. Wer ist denn Wilhelm? Wer ist denn Wilhelm? Ist das der Schankwirt?
Scheint aber auf jeden Fall einer im Gasthaus zu sein. Ja, machen wir es mal kurz. Dann haben wir die Quest auch fertig. Wilhelm, ja, es ist der Wirt. Entschuldigt, mein Herr. Mögen die Götter über eure Kämpfe. Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Ui, so lange schon? Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie, auf der anderen Flussseite. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Ja, wir haben die Überreste gefunden. Raida hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Das wird sie leider auch nicht mehr. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Finde Raidas Überrest. Okay, das haben wir ja schon. Ich hoffe, die Quest funktioniert jetzt noch und ich habe damit nichts kaputt gemacht. Shit, scheinbar schon. Wenn ich jetzt... Wenn ich die sozusagen da wieder reinpacke... Ah shit, die Quest funktioniert jetzt scheinbar nicht. Die ist scheinbar kaputt jetzt, dadurch, dass ich die in etwas anderer chronologischer Reihenfolge machen wollte. Shit, das ist ärgerlich. Habe ich die Quest kaputt gemacht? Na toll. Ich meine, wir haben Raidas Überreste ja theoretisch. Ist natürlich die Frage. Können wir jetzt. Wieso können wir hier nicht rein? Geht doch. Oh, ich vermisse Raida. Sie war so nett zu mir. Schade. Irgendwie ist das jetzt gerade verbuggt. Wir können hier irgendwie an dieser Stelle so nicht weitermachen. Mit der Quest. Gut, das ist nur so eine ganz kleine Nebenquest. Und der Palie ist jetzt auch kein Weltuntergang, dass wir das nicht machen können, aber schade ist es ja trotzdem. Dann würde ich sagen, auf nach Hochotka. Das wird jetzt erst ein bisschen dauern. Lesen, Schrifttafel. Emsemeiz, vor der Geburt der Menschen hatten die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Interessant. Weitere Hinweise auf diese Drachenkultur, diesen Drachenkult, den es hier scheinbar mal gegeben hat. Bäh, Spinne. Ich mag die Biester nicht, allein dieses Geräusch. Darf man nicht spät abends im Halbdunkel, schon im Halbschlaf, darf man nicht diese Hügelgräber erkunden. Das gibt den einen oder anderen Panikmoment, glaub mir. Die Viecher tauchen nämlich manchmal ganz spontan von oben auf und da kann man sich teilweise richtig verjagen. Häufig erkennt man sie, aber nicht immer. Ich hatte mal so einen WTF-Moment, das war in irgendeinem Westen von der Welt, in irgendeinem Hexenrabennest, kommen wir vielleicht später noch hin. Also meistens erkennt man ja immer die Orte, wo diese Spinnen sind, daran, dass halt alles voller Spinnennetze ist. Und dann ist meistens ein großes, klaffendes Loch in der Decke und da kommt eine große Spinne raus. Meistens. Ich sage ganz bewusst meistens, weil nicht immer. Denn ich hatte es einmal... Wer bist denn du? Pagna, wer ist Pagna? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn... Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay. Was ich gerade sagen wollte, ich hatte mal so ein Hexenrabennest. Gnade! Ich kann euch nicht. Okay, ich will den Typ plündern, weil der meistens ein ganz geiles Inventar.
Boah, 112 Eisenfall. Wenn wir noch mehr von den Typen finden, auf dem Weg nach oben, knocken wir die alle um. Auf jeden Fall hatten wir so ein Hexenrabennest. Und da war auch so ein Raum. So ein Spinnenraum. Ein Loch in der Decke. Der war aber so, dass der nicht mit Spinnennetzen zugekleistert war. Man konnte es also nur daran erkennen, dass ein großes Loch in der Decke ist. Das habe ich aber nicht gesehen. Und dann war es so, dass das Spiel hakelt manchmal. Also manchmal seien sich die Spinnen schon ab, wenn du den Raum betrittst. Manchmal hängen sie aber auch so lange da oben drinne, dass man sie praktisch da noch ganz gemütlich rausschießen kann, ohne und sie dann tot runterfallen. Also es kommt beides vor. Was effektiv passiert ist, ich bin in den Raum reingedacht, mir so, oh, da hinten ist ja eine Kiste, plünder's die mal. Bin durchgerannt, in dem Moment hat sich das Viech abgeseilt, habe ich nicht gehört. Bin dann fertig mit dem Plünder an der Küste, dreh mich um, will gerade wieder zur Tür rausgehen und dann sitzt da dieses Riesenvieh vor mir. Ich hab mich in meinem Leben noch nie so erschrocken wie in diesem einen Moment. Das war so abartig. Das war so übel. Oh, wir kriegen hier aber ganz schön Damage. Wir müssen uns demnächst echt mal um eine neue Rüstung bemühen. Aber erstmal die Graubertis. Ich werde es aber auch nur so machen, dass wir wahrscheinlich nur noch zu den Graubertis hochlaufen und ich nicht mehr mit denen rede in dieser Aufnahme, weil das wird Zeit kosten. Das würde richtig Zeit kosten, sich mit den Graubärten zu befassen. Das wird die eine oder andere Folge, also eine Folge auf jeden Fall mindestens in Anspruch nehmen und die habe ich heute eigentlich nicht mehr vor aufzunehmen. Wir befinden uns jetzt schon in Folge 5 der heutigen Aufnahme. Ich finde, das reicht. Ich wollte eigentlich quicksaven. So. Weil hier gibt es allerhand böses Gesöcks auf dem Weg nach oben. Ah, ist schon geil gemacht. Da ist ein verschneiter Pfad, der auf den Berggipfel führt. Zuerst unten noch so ein bisschen, ja, nördliche Vegetation, kann man sagen, ohne Schnee. Und jetzt zusehen, verschneiter. Und ganz oben ist dann wirklich nur noch Eis. Da ist gar nichts mehr. Da ist Ende. Aus. Vorbei. Können wir auch gleich die Nebenquest für Klimek abschließen. Die sich übrigens extrem rentiert. Oh, da ist noch ein Jäger. Die Quest für Klimek bringt uns nämlich stolze 1000 Gold. Man glaubt es kaum. So. Ich weiß, ein bisschen brutal, was wir hier gerade gemacht haben, aber es lohnt sich, wenn wir gleich mal in das Inventar schielen. Guck mal. Buch, Ring des irgendwas, Golddiadem, Schuppenpanzerrüstung, Amulett von Talos, Eisenpfeil, orkische Kriegsaxt. Ne? Also, ich will ja mal nichts sagen, aber das hat sich gelohnt. Solche Leute schieße ich gerne um und plündere sie. Ist jetzt hart, aber so ist es doch. Das machen wir doch alle, komm. Deswegen spielt man doch Skyrim, weil man einfach fast jeden, der einem begegnet, einfach umnieten kann, wenn man wirklich Bock drauf hat. Das macht doch den Reiz von dem Spiel aus, dass man einfach, das ist genau wie bei Gothic, da kannst du einfach jeden umnieten, wenn er dir auf die Nerven geht. Also in neueren Spielen, in Risen-Spielen nicht mehr, aber früher war es so, du konntest dir Leute alle töten, die dir begegnet sind. Stellenweise waren das Quest-Charaktere und dann ging es in der Quest irgendwann nicht mehr weiter, weil der Questgeber tot war. Eistroll, die sind nochmal stärker als die normalen. Ihr seht schon. Lydia, Attacke. Mädel. Ja, bitte bring ihn um. Alter Schwede, ihr habt gesehen, was für einen Schaden wir nur von der einen Kelle gekriegt haben, die der Typ uns reingedrückt hat. Alter Schwede. Ihr seht schon, es setzt sogar schon einen Schneesturm ein hier oben. Es wird immer gemütlicher. Es wird immer gemütlicher in Hochrotgar, auf dem Weg nach Hochrotgar. Einmal wurde ich tatsächlich, also es gibt ja einige feste Drachen, die sitzen in sogenannten Drachenaltaren oder so. Drachenhorts sitzen die über so einem Wort der Macht. Muss man kämpfen, kriegt man das Wort der Macht. Werden wir noch öfters tun. Und es gibt frei herumlaufende Drachen. Die streuen einfach wild in der Welt rum und die findet man dann irgendwann. Oder sie finden einen meistens eher. Und ich hatte es, dass ich auf diesem schmalen Gebirgsfeld, ich glaube hier, aber irgendwie auf dem Weg nach Hochrotka schon im Eisgebiet, einfach von so einem Drachen attackiert wurde. Das ist richtig geil, wenn du da als Schwertkämpfer stehst, auf so einem schmalen Gebirgsfahrt mit einem Zahnstocher in der Hand, rechts Felswand, links Klippe, über dir Drache. Das ist kacke. War nicht so geil. Du hast praktisch kein Manövrier und du musstest irgendwie immer warten, bis der Typ das Viech sich irgendwie bequemt hat, mal in deiner Nähe zu landen, dass du ihn beackern konntest, weil so wirklich dem hinterher sprinten oder so konntest du nicht, weil war ja Klippe und Felswand und überhaupt.
Und wenn er nicht gerade Bogenschütze bist in so einer Situation, ist das richtig scheiße. Als Bogenschütze geht das denn auch so halb. Ich sollte das nicht vom Boden aus auch in der Luft beackern kannst, aber als Schwertkämpfer musst du halt warten, bis das Viech gelandet ist, sonst kannst du halt nichts machen. Das ist übrigens Hohrodka hier. Wir haben unser Ziel erreicht. Schöne verschneite Festung. Hat übrigens was von Minas Morgul. Nur ohne den Schnee. So. Hohrodka entdeckt. Ich lege mal noch schnell Klimax Vorräte ab und dann soll, ist das auch für heute von Skyrim gewesen sein. Kehre zu Klimax zurück, werden wir tun, aber erst nachdem wir mit den Graubärten gelabert haben, was allerdings, wie ich schon gesagt habe, einige Zeit in Anspruch nehmen wird und das werden wir dann uns in der nächsten Aufnahme antun. Ich hoffe, diese Aufnahme bei Elder Scrolls 5 Skyrim hat euch Spaß gemacht. Wir haben, finde ich, einiges erreicht. Wir hatten alles Mögliche dabei, wir haben erkundet, wir haben Höhen, wir haben Banditenhöhen erkundet, wir sind durch die Gegend gelaufen, wir hatten eine Magierfestung. Wir hatten ein Hügelgrab, wir hatten einen Aufstieg auf den Berg hier. Ich finde, das ist verdammt viel Inhalt für eine Aufnahme und ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Ich muss das erstmal verarbeiten, weil die letzten drei Folgen, die sozusagen das alles, was jetzt seit Wiederaufnahme des Let's Plays sozusagen aufgenommen wurde, habe ich noch nicht verarbeitet. Das muss ich jetzt erstmal machen, sonst sagt die Festplatte irgendwann, nope, ich bin raus. Nicht so gut. Auf jeden Fall, das war Elder Scrolls 5 Skyrim für euch. Ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, Leute. Haut rein!